wünsche euch viel Spaß bei Codenames. Ich hoffe, wir gewinnen. Beim letzten Mal hat immer nur Linda gewonnen. Haben wir Custom-Wörter? Diese Runde nicht. Gerne nächste. Oh, okay, okay. Aber da ist doch Hahn mit drin. Das ist doch ein Streamer. Verstehst du, Linda? Ich lach mit dir. Oh, das ist ja die Stille für sich selbst sprechen. Gute Synergy da drüben. Das ist ein Pluspunkt für uns, Lumi. Ich überlege, Theorie. Für TwitchCon nach, mit einer Bahn zu fahren. Das wären 9 Stunden. Warum macht das nicht? Ach, du gehst zu TwitchCon, Tim? Yes, yes. Fliegen wir irgendwie 4 Stunden, Bahn 9. Aber es ist halt viel günstiger. Ach, ich weiß noch nicht. Was würdet ihr tun? Ich würde fliegen, weil fliegen die Bahn ist nicht verlässlich. Also das Problem ist halt, es ist halt nicht verlässlich. Wenn du, Freitag ankommen, ich weiß gar nicht. Wenn du Freitag noch ankommen Donnerstag. Willst. Donnerstag. Deswegen. Ja. Erstmal Fabelwesen. Ninja ist auch ein Fabelwesen. Hallo. Ja, Zwerg und Einhorn, ne? So. Most obvious, was mir gerade ins Gesicht springt. Flügel dachte ich, vielleicht für so einen Pegasus oder so, aber Einhorn und Zwerg ist ja irgendwie näher dran. Ja, würde ich auch sagen. Es sind die einzigen zwei Fabelwesen, die mir einfallen würden. Und Flügel wäre halt so weit entfernter, aber da fahren die anderen zwei. Ja, also Einhorn würde ich schon mal safe einloggen, oder? Ja. Wenn es nicht Einhorn ist, ne? Würde ich sagen. Dann suche ich dich heim, Tim. Und Zwerg. Ja. Dann kommst du endlich wieder nach Berlin. Geil. Perfekt. Aber was habt ihr gerade geredet? TwitchCon. Entweder mit Bahn 9 Stunden fahren oder fliegen 4 Stunden. Oh Gott, Alter. Also das ist voll schwer zu sagen, so wenn du fliegst, hast du ja nicht. Du kannst ja nicht einfach in den Flieger einsteigen und dann fliegen bist du da so. Du musst ja erstmal zum Flughafen. True. Und dann hast du am Flughafen meistens noch irgendwie Boarding Time und so. Also wenn du 4 Stunden fliegst, dauert es ja trotzdem irgendwie 7 Stunden. Eine Stunde 50 Flug. Ich brauche eine Stunde zum Flughafen circa. Ach, das ist schon eingeplant. 40 Minuten. Sorry, mal ganz kurz, bin ich irgendwie komplett ungebildet? Was ist das für ein Wort? Ich kann mir das irgendwie erklären. Jetzt bin ich da. Elephantiasis. Was? Wir dürfen ja nicht. Elephantiasis? Was ist das? Elephantiasis. Also wir dürfen ja nicht googeln und ich habe das noch nie gehört in meinem Leben. Oh. Was ist Elephantiasis? Aber warum gibt Smash Lunatic dieses Wort? Das passt überhaupt nicht zusammen. Frage ich mich gerade auch. Oh. Ist das irgendwie Angst vor Elefanten oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Ich habe auch keine Ahnung. Franzi, spielst du wieder mit Chat? Hast du wieder die Doktorin in deinem Chat gefragt? Nee. Also ich hab gefragt, wie man das schreibt, aber ich habe das Wort an sich, ich wusste, was das ist, aber also ich will jetzt nicht zu viel sagen. Also ich habe nur gefragt, wie man schreibt. Ich dachte auch, das wird anders geschrieben. Nicht Thiasis. Aber die Sache, die es ist, habe ich das, ist das nicht das und das und das und das? Und dann die Wörter ist ja auch, also ja. Aber es ist natürlich schade, wenn ihr es nicht kennt. Aber ich habe das noch nie in meinem Leben gehört. Also wer gibt es Leute, die wissen, was das ist? Ja, Franzi weiß das offensichtlich. Ich kenn's nicht, ich kenn's nicht. Ich kann auch nachher sagen, woher ich's kenne. Aber wenn ich's jetzt sage, dann wisst ihr halt, worum es geht. Dann, aber ich bin verwirrt. Ich würde jetzt mal einfach raten, Krankheit vielleicht? Was hast du vielleicht? Ich muss dir sagen, ich hab null Plan. Also nicht den Hauch. Im Bergsteiger. Ich kann hier nichts anklicken, tatsächlich. Ich weiß nicht, worauf das zielt. Weiß auch überhaupt gar nicht, was das bedeuten soll, aber man kann vielleicht vermuten. Phantiasis. Also das Ding ist, ich kann weiß, auch das vermuten. Ist jetzt übel random und das ist es wahrscheinlich nicht. Es gibt so eine Krankheit, die befällt, ich glaube, das ist so eine Hautkrankheit oder so. Und dann sieht man so ein bisschen, das hört sich jetzt dumm an, aber man kriegt so ein bisschen so Elefantenhaut. Oh. Aber ich habe mal so eine Reportage darüber gesehen, aber es ist ewig her, dass ich es gesehen habe. Das wäre dann vielleicht kranker. Und ich glaube, da kriegt man auch so dicke Beine. Ja, so. Wasser, das wäre dann wahrscheinlich Wasserkrankheit, Bein, oder? Aber ich weiß nicht, ob es das ist. Ey, Linda, wir vertrauen dir jetzt einfach mal. Wenn es falsch ist, ist es überhaupt kein Problem, weil sonst hätten wir null angeklickt. Dann nehmen wir Bein und Krankheit? Ich klicke erstmal auf Krankheit, ja. Dann nehme ich mal Bein, ja? Ja. Wow. Und dann noch Fuß. Und dann Fuß. Passt auch dazu. Und dann würde ich vielleicht noch Wasser nehmen, oder? Weil das ja Wassereinlagerungen sind.
Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, dann haben wir keine Zeit mehr. Also ich weiß halt nicht, was da passiert, ob man da ja. Alter, dass ihr gerade drei Wörter trotzdem bekommen habt, finde ich ja so crazy. Ja, weil Linda gesagt hat, dass es ihr... Ich kenne das ja auch. So, ich habe mal mit einer Person zusammengearbeitet, die das hatte. Aber ich wusste halt nicht, wie das heißt. So. Ich bin mir auch übel unsicher, ob es das überhaupt ist oder ob das jetzt einfach Lucky war. Okay. Wüsste also nicht, Terminator. Soll, so. Ich glaube, Maschine ist safe. Also für Maschine, da würde ich alles ins Feuer für legen. Ja, und ich würde davon ausgehen, dass das letzte Wasser ist, weil das sind ja Hollywood ist Action, Wassereinlagerungen ist Spion, im Bindegewebe oder also was auch immer, oder? Ich habe fairerweise nie geguckt, aber kann Chat nicht sehen, aber ich würde davon ausgehen. Nö, ich habe es nur wegen weit entfernt. Das ist hier. Boah, wie nennt man das umgangssprachlich? Hier Hollywood würde ich als erstes picken. Ich weiß nicht, wie man das umgangssprachlich nennt. Weiß es nicht. Aber da hat man halt dann so, ne, ein sehr, boah, wie sagt man das? So sehr viele Wassereinlagerungen im Unterkörper, glaube ich. Ja, aber ich glaube, er meint, wenn er sagt Terminator, hat er wahrscheinlich, wenn wir in Tims Kopf denken. Vielleicht meint er auch Tor und Fußball und dann wäre es zum Beispiel noch Bach wegen Lauterbach. Genau. Ich würde Maschine schon mal anklicken, also wenn es genau. Maschine nicht ist, dann weiß ich wirklich nicht weiter. Okay, sweet. Ja, dann würde ich aber auch Hollywood sagen. Ja? Ja, ich würde Hollywood sagen, weil Terminator, Hollywood, Arnold Schwarzenegger. Ja? Ja. Das ist der Schauspieler, glaube ich, oder? Ja, ich klicke mal. Nice. Oh. I'll be back. Sweet. Komm mit mir, wenn du leben willst. Kampf! Oh. Den Boxer. Oh mein Gott, Louis kennt Terminator-Zitate. Ja, der Boxer. Ja, sicher. Wir haben einmal... Ja, aber wir haben auch... Ninjas kämpfen auch. Vielleicht. Ja. Oh, sehe ich. Verstehe ich. Und dann haben wir Scheibe, Bach und Bergsteiger. Fällt alles rauf, glaube ich. Raus. Pion kämpft auch nicht unbedingt. Ja, also den Boxer können wir nehmen, glaube ich, oder? Ja. Wenn es der nicht ist, dann weiß ich auch nicht, wer kämpft. Was wäre denn das andere Wort gewesen, um Boxer und Ring zu verbinden? Weil das ja eh schon so naheliegend ist, ne? Das hätte man vielleicht anders verbunden oder so. Junge. Gesundheit. Kampfsport oder... Da hätte man wahrscheinlich wieder Kampfsport oder so genommen. Aber die Frage ist halt, ob sie genauso denkt. Aber ich... Also wie hat man Boxer und Ninja verbunden? Wahrscheinlich über Kampf, oder? Mein Problem ist, wenn ich an Ninja denke, denke ich nicht so an Kampf, sondern denke ich eher so an... Sneaky und so. Ja, das stimmt schon. Aber wenn du Boxer und Ninja verbinden musst, dann muss man natürlich irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden. Ja. Ja, Ring könnte es leider auch sein. Oder der Römer. Ist er nee. Römerkämpfer? Nee. Hä, ich find's aber voll gut. Du bist im Gegnerteam, ich glaube dir, ich lasse mir jetzt keinen Floh ins Ohr setzen. Aber du hast mir auch mal geholfen. Und dann habe ich das gewonnen. Wie denkt Franzi denn? Das ist die Frage. Boxer. Das weiß ich auch nicht. Das letzte Wort von Franzi war Elefantiasis. Ich hab keine Ahnung, wie Franzi denkt. Ja, und dadurch, dass wir drauf gekommen sind, war es ganz gut. Und ich glaube, da könnten wir theoretisch noch eins mitnehmen. Aber Boxer und Ring, ja, ich sehe es. Ich würde jetzt wahrscheinlich mehr in deine Richtung gehen, tatsächlich. Wollen wir das einfach offen lassen und vielleicht... Merken ich weiß es vielleicht, nicht. Weil ich finde, es ist übel 50-50 gerade. Ja, aber jetzt haben wir keine Zeit mehr. Okay. Zeit ist... Franzi kann uns ja dann einfach genügend Zahlen geben, damit wir alles anordnen. Ach du Scheiße. Ob er jetzt 5 macht. Ja, nie im Leben. Okay, also... Das ist schon wieder der länglich 5-Moment, Alter. Oh. Krise. Kapelle? Es ist Kapelle, Flügel, Bach. Ja, oh mein Gott, ja. Ja, sehe ich alles. Bach, wegen Bach. Ja, wegen halt. Dem Komponenten, ja genau. Exakt. Jetzt wird's kritisch. Hupe könnte man vielleicht noch so fern interpretieren. Ja. Frage ist, was? Scheibe Musik. Könnte irgendwie so... Für so eine Schallplatte oder so. Boah, bei Tim ist es safe irgendwie, man spielt wenn man ja halt mit einem. So richtig kranken Stretch macht. Mit dem Daumen irgendwie Gitarre oder keine Daumen Ahnung. Daumen wird oft zum Musizieren benutzt. Ja. So, beim Gitarre spielen oder auch beim Piano spielen.
Aber ich glaube, also die drei, glaube ich, sind schon mal safe, no? Ja, die drei müssen. Ich fange mal an, okay? Ja. Pass auf, irgendeins davon ist jetzt falsch. Okay. Nee, die sind also alle richtig. Yep. Ja, okay, das sind wahrscheinlich, ist wahrscheinlich okay, Daumen und Hupe. Aber ich glaube, wenn du... Mit alles andere würde überhaupt nicht zur Musik passen, oder? Und Daumen habe ich nachvollziehen können. Ey, ganz ehrlich, ich Hupe sehe ich so, weil es manchmal gibt es ja auch Leute, die draußen so mit den Autos... Oder vielleicht so denkt er, dass Bergsteiger die Musik spielen, halt so. Keine Ahnung. Aber also finde ich so am naheliegendsten von... Sein? Oder Hotel könnte vielleicht auch sein, weil so in so einer Hotellobby oder sowas wird halt oft Musik... Aber das ist für mich ganz, ganz, ganz weit weg. Aber das ist so das... Das sind so wirklich die mit Stretch noch am naheliegendsten. Meinst die hier? Ja, also Hotel ist so ganz weit weg, aber Daumen und Hupe ist so auch schon gestretched, aber ist noch näher dran, finde ich. Ja, ja. Ich glaube, ich würde mal die Hupe ausprobieren. Ja. Oder wir können auch sagen, wir gucken noch eine Runde. Ja, die können halt finishen, theoretisch. Sollten sie auch machen, denke ich. Hi. Könnte auch so Musik... Kunst, Maler sein. Also nennt man eine schöpferte Scheibe? Nee, ne? Ja. Wenn dann so eine Platte sagt man, aber keine Scheibe. Ja. Hm. Ach stimmt, die Scheibe war ja auch noch. Also für Hupe und Daumen, da könnte man zum Beispiel sowas wie drücken benutzen, falls es die beiden sind. Ah! Ich will mich aber nicht trauen, erstmal. Nee, ich lass doch mal gucken, lieber. Als ob sie jetzt Wörter vorgeben. Ja, Risiko machen. Frech. Illegal. Bei Drawn Together damals, das war so eine Serie auf MTV, das war wie so Big Brother mit Zeichentrickfiguren. War ziemlich witzig für damalige Verhältnisse. Und da gab es nämlich eine Stelle, wo einer meinte, komm in mir, wenn du leben willst. Und das war so eine Anspielung auf Terminator und deswegen habe ich mir gedacht, dass das wahrscheinlich im Original komm mit mir heißt. Ja, sorry. Hab ich noch. Der Bergsteiger, ne? Der will natürlich auch wissen, wie hoch er ist. Ja, ich habe irgendwie auch an Atlas gedacht. Also im Unterricht hat man dann immer so einen Atlas geholt, um so irgendwas Geografisches zu bestimmen. Mhm. Ich würde das auch da so... Ich würde mir auf jeden Fall vorstellen, dass Franzi auch so denkt so. Wasser? Ja, das kann auch... Über also, Meeresspiegel, misst ihr immer vom Meeresspiegel aus? Und dann hätten wir halt noch das eine vom Kampf. Mhm. Ja, jetzt ist nur die Frage, Scheibe ist unwahrscheinlicher, oder? Eher deine Scheibe so, aber das ist... bei Höhenmeter, überhaupt ja, das ist so, ja, ich denke auch, es ist viel weiter weg als der Riss. Ja. Ich würde auch mit Atlas in Wasser gehen wahrscheinlich. Ja, klicken wir auf Wasser. Oh, ich habe Atlas angeklickt. Nice. So, jetzt haben wir Ring und Ninja. Und Franzi sitzt doch bestimmt da. Aber Franzi sitzt so bestimmt da und denkt sich so, oh, ihr hattet doch schon Ring. Warum macht ihr jetzt nicht Ring? Nee, wir haben ja gesagt Ring oder Ninja. Ja. Wir haben ja nicht gesagt, wir machen Ring. Ich finde es übel 50-50. Weil es kommt halt darauf an, also meiner Meinung nach, wenn du Boxer und Ring verbinden willst, dann hättest du ja auch, keine Ahnung, Handschuh vielleicht, so für Boxhandschuh. Oder halt irgendein anderes Wort, was so mehr auf einfach so, weil die Boxer sind ja auch in einem Ring, ne? Also das ist ja, sind ja zwei Wörter, die gut zusammenpassen eigentlich. Mhm. Und die du besser verbinden kannst als mit Kampf, meiner Meinung nach. Nee, ich denke, Kampf ist schon sehr gut für Boxer und Ring. Ja, wenn man halt nicht drüber nachdenkt, dass ein Ninja ja eigentlich nicht kämpft so, sondern eigentlich nur assassiniert. Aber ein Spion kämpft auch. Nee. Heavy nie. Der spioniert. Also, es ist ein 50-50, aber ich tendiere zu Ring. Wie sieht's bei dir aus? Aber eine Entscheidung müssen wir treffen, weil die finishen nicht so. Ja, wir haben nur noch 20. Einfach. Okay. Dann gehe ich mit. Die Verantwortung ab. Ich gehe mit Ring. Okay. Ja! Ich habe den Ninja nicht gesehen. Damn! Ich habe den Ninja nicht gesehen. Ja. Also, ich habe nur gedacht, Daumen, Luch. Ja. Ich hätte den Ninja angeklickt mit dem Boxer, aber Lin hat gesagt, der Ring. Und dann war das für mich so. Ja, Scheiße, stimmt, es ist viel naheliegender als. Ich hatte auch nachher gedacht, ich hätte irgendwas mehr Eindeutiges machen müssen, aber ich habe nur auf Spion geachtet und dachte so, ja gut, aber ein Spion kämpft ja nicht, also kann ich ja Kampf nehmen. Achso, und Elefantiasis, ich habe erst gesagt,
war das Thrombose oder Trompete? Das war mein erster Lol. Call. Und dann habe ich gedacht, es gab halt, das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr Dickes Deutschland kennt. Das war so eine Doku früher. Da war eine Frau, die das hatte. Und das ist halt eben diese Wassereinlagerung in Beinen, wo dann die Füße und die Beine so anschwellen. Das war so mega passend. Ja, ja, ich hatte Ähnliches, weil ich hätte schwören können, dass ich also vor Jahren mal eine Doku gesehen habe über jemanden, der so eine Elefantenkrankheit in Anführungszeichen hatte. Und ich dachte, das wäre irgendwie was anderes, aber es ist was Ähnliches halt einfach. Ja. Mhm. Ich dachte erst irgendwie an Thrombose, aber Thrombose ist immer was anderes. Mhm. Aber ich meinte Elefantiasis und dann hatte ich halt nur mal gegoogelt, wie es geschrieben wird, weil ich nicht wusste, wie man das schreibt. Ja, aber als Linda das gesagt hat. Elefantitis oder so hatte ich erst im Kopf. Als Linda das gesagt hat, hat es bei mir auch geklingelt, weil ich eine Arbeitskollegin hatte, die hatte auch Elefantiasis so. Mhm, genau. So Wassereinlagerung im Unterkörper halt, ja. Genau. Ist ja voll gemein, dass sie das so genannt haben. Ey, war übel das starke Wort, aber muss halt drauf kommen, ne? Es war richtig harter Gang. Ja, übel. Wenn, ihr müsst mehr confident sein, Crunchy Lumi. Ihr hattet Aber ich hätte jetzt Hooper angeklickt und dann wäre die Runde vorbei gewesen. Ja. Ich würde sagen, die hatten das nicht. Die hatten ja Hooper und Daumen und nicht Hotel und Daumen. Na doch, Hotel habe ich auch gesagt. Doch, Hotel ist noch weiter weg als Hupe. Deswegen hätte ich erstmal Hupe und Daumen gemacht, bevor ich auf Hotel geklickt hätte. Damn. Aber ich dachte wie stark halt Hotel. War Musik 5? Ich dachte, ja, übel. Ja, übel. Hotel dachte ich halt Tokyo Hotel. Und. Oh. Daumen. Ah. Und. Oh. Hab ich gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Na dann, viel Spaß. Na und so. Dann, Tim Horus steht da drauf. What the fuck? Tim Horus steht genau über Katastrophe. Perfekt. Okay, ich bin der Geheimdienstchef. Oh, da ist sogar Lumenti dabei. Das sind wieder die Custom-Wörter jetzt von Tim. Und Baso ist auch dabei. Und Vlesk ist auch dabei. Aber ich bin rot. Das heißt, ich muss irgendwie Tim, Lumi, Baso verbinden. Und auf der anderen Seite, auf der blauen Seite, ist aber nur Vlesk. Und Horst steht da auch noch mit drin. Und Schloss. Nennt man das nicht auch so? So ein Turmhorst? Gibt's das nicht? Baso, Tim und Lumi muss man irgendwie gut verbinden können. Das muss gehen. Die Frage ist, was haben die zu dritt gemacht? Linda weiß, dass ich noch kein Plate-Up gespielt habe. Alle anderen haben Plate-Up schon gespielt. Sprich, Plate-Up wäre ganz gut. Auch wenn ein weißes Wort Koch ist, wäre Plate-Up vielleicht machbar. Aber dann stehen ja so Tisch und Koch und Karte und so dabei. Themen und Katastrophe muss man auch irgendwie verbinden können, oder? Wenn ich sage Katzenohren. Aber da ist halt auch sowas dabei wie süß. Weil Katzenohren, mit Ohren hört man Ton. Katzengras. Timoris hat immer so Katzenohren. Linda offensichtlich. Das Problem ist, das ist süß. Aber vielleicht habe ich Glück und es fällt schon weg am Anfang. Horst ist halt scheiße, weil wie kriegt man Horst? Es gibt ja so einen Adlerhorst, oder? Also so ein. Das ist schwierig. Vor allem mit Katastrophe auch. Georg, okay, jetzt fällt Hund und Bleskin weg. Junge, Georg. Und der ist süß, blau, oder? Der Hund. Süß ist der? Es ist sehr gut, dass süß wegfällt. Ist irgendwas mit blau? Blau. Georg, wie witzig ist das denn? Ich glaube, der hat so einen Zahn, der so raushängt so ein bisschen irgendwie. Ich bin nicht irre. Das ist dieser kleine Blau mit einem Auge, ne? Richtig, richtig. Oh, das weiß ich nicht mehr, wie ganz genau aussieht. Ob er einen Zahn raushängen hat oder nicht. Aber süß doch auf jeden Fall, oder nicht? Ja, süß, Hund und Vlesk auf jeden Fall. Okay, wir klicken. Ich denn auf Zahn? Okay, jeder eins. Ja. Ich drücke auf Chris. Ich drücke auf süß. Ich drücke auf Hund. Okay. Okay, jetzt ist es schwer. Wenn Zahn jetzt das schwarze Wort ist, ist Pain. Klick drauf. Wollen wir haben wir schon. Sicher? Wollen wir nicht eine Runde speichern vielleicht? Ah, du hast direkt drauf geklickt, also weißt du, es hat direkt Klick bei dir gemacht. Warum nicht? Ja, okay. Oh! Yay! Yay! Guter Call, Anni. Du hast mich überzeugt. Ja, weil wenn es direkt Klick macht bei dir, weil du hast ja nicht gezögert, du hast ja direkt so, ja, die Wörter, die willst du haben. Richtig. Das war stark. Stark. Starke Runde. Und stark von Franzi, ey. Wow. Die hier auf jeden Fall. Ton und Gras. Dim. Auf Lumenti kommt man da wahrscheinlich nicht, oder? Katze schließt halt das hier mit einem Ton und Gras, also Ohren, Ton und... Aber es ist halt nicht so leicht. Sogar sehr schwer wahrscheinlich. Lumi hat doch safe auch Katzenohren. Ja, wir probieren es einfach. Katzenohren! 5! Baso? Eine Sekunde. Nee, ach, du hattest gar keine Katze und du hattest ja Dinger auf Teufelshörner, ne? Linda hatte Teufelshörnchen, ja. Ich bin Katzenohren. Du bist Katzenohren, okay. Ja. Tim Horus dich auch bei Katzen. Ja. Ja? Ja.
Okay. Lumenti auch. Scheiße. Und was passt hier nicht? Doch, 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 so richtig nein. Warum dann nicht Streamer, hä? Na, irgendwas weiß ich nicht. Aber also, ich darf gar nicht mitraten. Ups, warte, mein Bett. Aber was passt denn? China? Weil die aus China kommen? Oder? Ich bin so verwirrt von der 5. Ich sehe hier tatsächlich gar nichts. Das ist krass. Also ja, ich sehe nichts hundertprozentig außer mich. Ja. Ich doch, Tim, der hat immer so diese Katzenohren auf. Safe. Katzenohren. Vielleicht kann man das ja so auseinanderziehen oder so. Katzen. Ja, ja. Ja, Katzen, aber hier passt ja auch nichts Ohren. Für nur Katzengras. Katzen und hier passt auch nichts für nur Ohren. Ton für Ohren? Chris, du bist so OG, vielleicht. Ich weiß es. Das ist, Katzengras? Ja! Katzengras wäre eine Möglichkeit, ja. Ohrenkäfer? Nein! Ohrenkäfer. Nein, nein. Der hat so zwei Zangen vorne. Ich habe so viel Animal Crossing gespielt. Ich kenne alle Käfer, ich kenne alle Schmetterlinge, ich kenne alle Fische. Drücke jetzt auf Base. Dann klicke ich auf Tim Horus. Tim Horus! Strong. Ich klicke auf Gras wegen Katzengras. Ich klicke auf Ton wegen Ohren. Aber. Oh, okay. Das waren 4. Oh mein Gott, we are smurfing. Wir sind krass. Okay, pass auf. Pass irgendwas anderes noch. Ich hatte schon Lumi. Weiß nicht, ob Christian den Ohrenkäfer kennt. Aber der würde so gut passen. Also ja, kenne ich. Da steht halt einfach Ohren. Und hier stehen einfach Käfer. Sind die mit der Zange vorne, oder? Ohrenkneifer heißen die, glaube ich. Heißt die nicht also so Ohrenkneifer? Ich hatte halt noch China im Kopf, wegen weil es ja... Ja, vielleicht werden die so in China produziert, ne? Aber... Oder Nacht vielleicht auch, wegen Katzen und Nachtaktivität und so. Aber vielleicht können wir auch einfach ein Wort auflassen. Das sollen wir einfach. Ich hätte einfach 4 machen sollen, das wäre easy. Na mach! Aber es kann auch das schwarze Wort sein. Ist okay. Okay. Dann ist es lustig. Okay. Oha! Es wäre so cool, wenn mein Ohrenkäfer auch noch gestimmt hätte. Weil es war ja auch Katzengras. Der heißt doch... Ja, stimmt. Ohrenkäfer, ja. Aber zum Glück war es nur ein weißes. Ich sag's, wie es ist. Es ist Katastrophe, wenn man Katzen hat. Katastrophe? Ah, lol! Es ist mein Wort. Nee, das hat nichts. Also Ohrenkneifer, oder? Also das... Also Katastrophe hat nichts. Nein, Chris hat sich das gemerkt. Echt? Dass ich das sage, doch, auf jeden Fall. Aber wir sind ja nicht in seinem Team, also. Du bist ja nicht in seinem Team, also ja. Lumenti, Katastrophe, Schloss und Horst. 4 wird unmöglich mit den Wörtern. Dass Katastrophe noch steht, ist halt scheiße, weil das lässt sich gefühlt sehr schwer verbinden mit allem anderen. Schloss, ja okay, Schloss und Katastrophe könnte man vielleicht verbinden über... Schlüssel verloren, kann ich nicht schreiben, sind 2 Wörter, ne? Aber irgendwie sowas... Kann man da vielleicht irgendwie, Schlüsseldienst oder so? Das ist, glaube ich, meine einzige Möglichkeit. So, ich weiß nicht, wie ich sonst verbinden soll. Vielleicht klickt Tim jetzt einfach auf Katastrophe, das wäre doch super. Amerika sind überall Löcher in der Wand. Jo. Aber auch ein Schloss kann ein Schussloch haben, wenn da dieser Schusslöcher Katapult. Anders sortiert, steht das Schloss. Richtig, richtig. Wenn die Ü-Punkte weggehen. I'm just saying, ja. Oder Schloss. Als ich gestern auf Lumi geschossen habe, hatte sie auch Schusslöcher. Oh. Achso, ja. Ich habe das perfekte Wort, um Lumenti und Horst zu verbinden, aber beide werden da auf gar keinen Fall drauf kommen. Lichter. Unmöglich, dass sie drauf kommen. Wegen Horst Lichter und weil Lumi auf so einer Ausstellung war, wo so Lichter überall waren. Aber das ist unmöglich, dass sie drauf kommen. Schießen Piraten so oft? Ja, die haben ja so Kanonen, also wenn man so an Jack Sparrow denkt und so Black Pearl, dann haben die ja so Kanonen und dann schießen die auf andere und dann haben die, dann versenken die Schiffe und so. Aber ich glaube, Wand ist safe. Klick mal auf Wand. Trau mich. Ja! Na, okay. Ja! Okay. Oh mein Gott, Schiff oder Katastrophe. Ich muss es eigentlich probieren, oder? Aber nee, das Katastrophe gehört ja zu denen. Ja, nee, das gehört nicht zu uns. Ja, also es kann doch nicht sein, dass... Ja. Ich weiß gar nicht, dass du das immer sagst. Was kann es noch sein? Ich habe auch noch nie gehört, dass er Katastrophe sagt. Nö. Oder? Oder vielleicht so ein Film, dass man den Tisch so als Schutz nimmt, aber ich glaube, das ist sehr weit hergeholt. Also wir können ja eh nicht komplett finishen. Ich würde sagen, wir machen eine ökonomische. Eine ökonomische? Wir saven? Ja, einfach damit wir eventuell das Gegnerteam da noch zu kriegen. Pistole im Wand war easy, aber... Ja.
wie man da jetzt aufs Schiff kommt, bei Schusslöchern. Ja, es wäre eine Katastrophe, wenn du ein Schussloch in dir hast. Das stimmt. Okay, ökonomische. Ico. Die Ico-Runde in Code. Ja, das ist Problem ist, dass sie halt relativ leicht finishen können. So. Ja, ist wirklich schwierig. Aber da, ich muss drauf hoffen, dass Franzi weiß, wer Horst Lichter ist. Also es ist einfach auch nicht anders zu verbinden, meiner Meinung nach. Weil Katastrophe mit Lumi ist schwierig, das eindeutig zu machen. Ich mach's einfach. Es ist schwer. Linda wird's nicht Lichter wissen. Guck kein Fern. Nacht, ja, würde ich auch sagen. Nein. Und immer wenn Lumi in die Lobby. Ja, es ist leider, es ist zu schwer so. Deswegen ist es leider zu schwer. Unser Problem ist tatsächlich jetzt einfach, dass wir können ja gar nicht fertig machen, ne? Und die anderen haben nur noch 3. Ja, aber ich kriege die 4 nicht verbunden, es geht nicht. Aber 4 zu verbinden ist natürlich auch schwierig. Warte mal, hatten wir noch irgendwas übrig? Tag ja, und Nacht. Wir hatten noch von Katzenohren was. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei das Nacht vielleicht auch zu Katzenohren gehörte. Echt? Vielleicht, also zu Katze halt. Weil die so gut in der Nacht sehen kann, oder? Ja. Und dass sie vielleicht dann ganz viel hören muss. Ach nee, muss sie ja nicht, aber. Aber ich, was passt denn noch zu Lichter? Lichterkette. Tag und Nacht vielleicht? Aber Tag und Nacht hätte man doch anders verbunden, oder? Anstatt, also. Keine Chance, komm nicht drauf. Vielleicht. Aber was? Lichter? Weil es gibt auch so auf dem Schiff so Lichter, aber es gibt auch auf dem Schloss Lichter. Ja, genau. Ich hatte irgendwie, als erstes hatte ich Schloss im Kopf irgendwie. Ich meine, in China gibt es auch diese China-Lampen. Diese. Ich hab's versucht, Chat, es war zu viel. Lampions, ja, stimmt. Stimmt, ja. Ich glaube, das wäre dann eher das Wort gewesen, vielleicht. Ich weiß, was es ist. Nacht im Host, du weißt es. Es ist nicht Katastrophe. Nee, es ist was anderes. Ich drück mal auf Nacht, ja, weil wenn es das schon nicht ist, dann bin ich eben. Okay. Ey, Chris, bitte sag, dass es Lumen war. Wegen Lumenti, Lumen. Ja, aber dann hätte er erst Schima genommen. Wir hatten ja schon die anderen beiden. Da stand doch Lichter und Lumen. Ja, aber wenn du Licht kaufst, Glühbirnen, dann wird das in Lumen angegeben. Ja, aber warum sollte er denn. Aber wenn das Lumenti gewesen wäre, dann hätten wir alle 3 Streamer gehabt und dann hätte er auch Streamer nehmen können. Nee, wegen Lumen und Tag, beides Licht, oder? Ich weiß es ja nicht. Ja, aber wir haben doch Baso und Tim Horus gehabt, dann hätte er doch die schon längst anders verbinden können. Stimmt, oh mein Gott. Ja, weil Lumi zu Katzenohren auch gehört. Hölzern, Tisch aus Holz, Schiff aus Holz. Lumi, stark. Leim. Oder? Schiff, dann sind es wirklich die Schusslöcher im Boot. Ja, aber Tisch wäre es ja auch vielleicht gewesen, weil man im Film immer den Tisch als Schutz nimmt für die ganzen. Weißt ja, du? Oh mein Gott. Ich bin jetzt verwirrt, Lumi. Muss mir gleich aufklären. Gibt's noch was aus? Ich bin erstmal verwirrt. I'm confused. Okay, Tisch. Karte nicht. Lumenti manchmal. Vorsatz. Tag. Spaß. Manchmal. Leim. Leim wegen Holz, ne? Ja. Aber das andere ist doch als erstes dann, oder? Ja, aber dann hätte sie einfach nur Holz geschrieben und nicht Hölzchen. Ich bin mir bei Holz als erstes, also von den ganzen Wörtern wären die Prio und Leim so Second Prio. Ja. I see you. Ich glaube, was hast du noch? Wollen wir zuerst. Schiff. Ja, doch, klick dein Schiff an. Du wolltest schon jetzt mehrmals Schiff anklicken. Ja. Klick dein Schiff an. Und jetzt liegt es an dir, aber ich glaube, es ist Tisch. Ja, du hast auch als erstes gesagt, es ist Tisch. Okay, ich klick's an. Ja! Lumi! Gut Job! Hallo, Lumi. Hey, was war das Tisch an? Es war Katastrophe. Es war auch Menti. Ich habe noch nie gehört, dass du Katastrophe sagst. Nicht einmal in meinem Leben. Scheiße. Wait, ich hab voll das Déjà-vu. Naja, ich. Katzenohren. Ja, ich dachte, hier kommt mit Katzenohren auch auf Lumenti und ich dachte mir, oh krass, 5. Was hat mit Katzenohren zu tun? Nicht? Der doch jemand hier. Nee, gar nicht. Also, warum Lumi nicht? Ich bin voll der Furry. Hast du nicht. Hat Lumi nicht auch andauernd Katzenohren auf? Nee, klar. Ich hab Lumi noch nie mit Katzenohren gesehen. Ehrlich? Was ist mit meinem Wolf-Kostüm, wo ich Katzenohren auf hab? Oder? Hey, was ist das für ein Wolf? Hä?
Aber ich habe doch auch Katzenohren mit Among Us und so angehabt und sowas. Ja, deswegen. Ich habe aber nicht auch mit Katzenohren. Wolfohren oder nicht? Ja, aber ich habe jetzt nicht nach Wolfohren gesucht, um die zu kaufen. Ja, ich dachte mir, Lumi hat auch manchmal Katzenohren. Aber du hattest doch Basu, Tim Horus und Lumi, die hättest einfach Streamer schreiben können. Da hättest du auch drei mit reingehabt. Da hätte ich drei gehabt, aber ich dachte mir, oh, ich krieg damit halt vier oder fünf. So. Im schlimmsten Fall kriegen wir halt nur vier. Aber dann habe ich ja trotzdem Katastrophe, Schloss, Horst. So, wie soll ich das denn verbinden? Ja, Horst, Alter! Verbinde mal Katastrophe mit Schloss und Horst, bitte. Aber hattest du nicht gedacht, dass wir über Lichter eventuell auf Nacht klicken, weil das so naheliegend ist? Ja, ich wusste aber auch, dass die anderen die nächste Runde finishen und dass wir eh keine Chance mehr haben, so, weil ich die nicht alle verbinden konnte. Die haben ja in zwei Runden gefinisht, fast. Was war denn Lichter? So. Ja, Lichter war zum einen Lumenti, weil ihr auf so dieser Ausstellung wart, wo überall diese Lichter waren und sowas. Oh. Dachte, man kommt man vielleicht auf Lumenti. Oh. Und da wusste ich natürlich, dass Linda das nicht weiß, aber ich dachte mir so, vielleicht weiß es Franzi, aber Horst Lichter ist halt... Ah ja, das stimmt. Ja, eine deutsche Persönlichkeit, die man halt kennt, so, oder die viele Leute halt kennen. Wisst ihr, was echt cool wäre? Ich müsste mal mit... ich muss mal Philipp fragen, ob er mit mir zusammen Bares für Rares Reactions machen will. Das wär's doch, oder? Okay, Berlin. Berliner Bär. Und ja, Bär sehe ich. Polizei gibt es viel in Berlin. Polizei sehe ich auch. Schule. Und in Berlin gibt es verschiedene Viertel. Ja. Und Mangel an Wohnungen gibt es in Berlin und auch Mangel an Parkplätzen. Ja, es gibt viel Mangel in Berlin, das stimmt. Und die Schule ist da speziell, wenn man bis zur 6. Klasse zur Grundschule geht. Das weiß Malu nicht. Ja, aber vielleicht schon. Bonus. Es gibt auf dem so Bau? Viele Platten in Berlin. Einfach nur, oh, Platte. Oh, ja, Platte, ja. Ja. Platte finde ich sehr gut, actually. Kreuzgolf, Zelle, Absatzöl, Bayern. Ja. Flasche. Ja, in Berlin gibt es auch viele Flaschen, die rumliegen. Also ich glaube, das sind so die Wörter, die ich... Gibt es irgendwie so einen grünen Gürtel oder so in Berlin? Nee, okay. Na gut. So was gibt es hier nicht. So was gibt es nicht. Ja, also ich denke mal so Bär und Viertel ist auf jeden Fall schon mal safe, oder? Also ich würde auf jeden Fall auf Bär klicken. Ja, dann let's go. Gut. Let's mein go. Löwe, mein Bär. Viertel würde ich auch nehmen. Mein Löwe, mein Bär. Berlin, mein Bär, mein Bär. ich würde auch auf Viertel klicken, wenn du magst. Ja. Also das wäre auch so ein Wort, wo ich auf jeden Fall sagen würde, ja. Cool. Ich glaube fast, Polizei ist auch nicht so übel weit entfernt, weil wenn man an so Berlin denkt, denkt man, glaube ich, auch immer so an so große Polizeieinsätze und so. Mm, mm. Da ist auch immer viel Polizei unterwegs in Berlin, glaube ich. Aber ich denke, oder? Also für mich ist naheliegender Platte gerade. Aber Polizei auch. Aber Platte ist wirklich, passt richtig gut. Aber kommt halt darauf an, ob sie daran so gedacht hat, ne? Ja, ich glaube schon. Ich finde, an Polizei denkt man viel eher als so an Platte, oder? Ja, dann klick auf Polizei. Du hast vorhin auch mit ihr dem Elefantending gesingt. Ja, das weiß ich auch. Ja, aber beides sein. Und beim letzten bin ich mir sehr unsicher, würde ich sagen. Ja, einfach Platte und also, Polizei sein. Ich würde so gerne Platte nehmen. Ja, klick drauf. Oh! Nein! Auweia. Der war meine schnellste Runde. Ich hätte sagen können, klick nicht drauf. Nein, ich hatte eine sehr schnelle Runde. Ich hatte noch gedacht, oh, vielleicht denken die an Plattenbau. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Die Worte waren so schwer zu verbinden einfach. Das war so schwierig. Oh mein Gott. Das Krasse ist, da hätten ja... Aber Bau und Mangel war es ja wirklich. Also, oh, ja, bin ich wieder da. Wow. Das ist so Crunchy, die irgendwie so 7 Minuten da saß und sich überlegt hat, wie sie alles verbindet und einfach so vorbei. Die Probleme sind eigentlich gerade völlig gelöst. Oh Mann, ey. Wirklich. Egal, ich würde es immer wieder tun. Es war lustig. Aber Platte ist ja auch wirklich passend gewesen. Ja. Ja, das war auch echt schwierig, das zu verbinden dann. Ja, glaube ich. Haben voll viele Sachen gepasst bei euch. Richtig nice eigentlich. Ja. Zu Berlin. Mhm. Mangel, Arm. Ich wünschte, ich hätte echt auf dieses Mangel oder Dings dann eher. Verstehe ich, ja. Egal. Ja, aber wie gesagt, ich hatte auch Platte. Ich habe auch gedacht, Platte könnte man rein counten, deswegen ist es nicht schlimm. Ja, safe. Okay, Chris, beste Team. Ja, ist so. Tschüss, Lili, Reset. Mental Reset jetzt. So. Das auch. Oh mein Gott.
Jep, jep, jep. Es hat gerade einmal so ganz doll geregnet und jetzt ist es wieder voll zu Ende. Wetter ist voll merkwürdig. Übel. Jetzt halt. 2 Tage. Ich freue mich so auf Prop Night morgen. Ja! Finally. So happy, dass ich noch eine Gruppe zusammengekratzt habe. Es war der Struggle des Jahrhunderts. Ja! Ich habe noch nie so viele Twitter-DMs geschrieben wie in den letzten 3 Tagen. Lustig. Um Lobbys zusammenzukriegen. Ja, der Lobby-Struggle. Übel. Aber verstehe ich halt auch so zur Sommerzeit. Ne? Gibt ja auch viele, die dann am Wochenende einfach nicht im Stream sitzen wollen. So. Ja, richtig, richtig. Flosse, danke für das Subgift an Lori. Kara, danke für das Subgift. Und Lizzie, danke für das Subgift. Again, dankeschön. Schwarzgeld. Börse vielleicht? Ja, vielleicht. Koks? Ja, damit kann man es verdienen. Umzug? Sehr weit hergeholt so. Ja, so Umzugshelfer, die machen ja meistens einfach schwarz so. Richtig. Oder oft. Oft. Die sagen immer so, ja, mach einfach auf Hand. Passt schon. Vielleicht, wenn es so... Nicht bei mir, ne? Ich zahle immer schön auf Rechnung. Auf richtig. Hand? Wenn es ein Fall ist, vielleicht bei der Polizei oder so, kann gar nicht klicken. Hallo? Ich mach für dich. Ich kann nicht klicken. Okay. Schwarzgeld. Dietrich, Quelle, Bund, Leiter, Verein. Doktor, Pferd, Kerze, Meer, Lippe, Brause, Mal, Iris, Shakespeare, Knopf, Verband, Grund, Auto, Hut. Boah, ey Tim, ich würde einfach mal Koks anklicken, ja? Ja, gerne. Weil das ist für mich am passendsten. Ich würde vorschlagen Börse als nächstes. Ja, Börse finde ich auch gut. Klick mal. So, Bauch. Jetzt wird's schon tricky. Ja. Die Frage ist, hat das die liebe Anni im Kopf mit bei Umzugshelfern? Und schwarz auf die Hand. Aber eigentlich finde ich es gut. Ist halt schwer so zu wissen, ob sie daran gedacht hat oder nicht. Und es ist ja auch schon ein bisschen weit hergeholt. Ich meine, schwarz. Wenn man einfach nur schwarz und Geld trennt, kommt man da auf irgendwas? Geld. Geld ist gut. Auto. Oh, ich kann wieder klicken. Ein Zylinder ist schwarz, in der Regel. Man kann ein Auto mit Schwarzgeld kaufen. Richtig, habe ich auch gedacht. Das ist das gleiche wie bei Umzug. Tim, ich würde das mal im Hinterkopf behalten, aber ich weiß nicht, was da noch so gut dazu passt. Bin hier so ein bisschen... Klick schnell auf 1, Tim. Lass eine Öko machen. Eine Eko. Ja, wir machen Eko. Eine Öko. Eine Öko. Wir machen eine Öko-Runde. Zylinder ist schwarz. Titanic. Boah, Schwarzgeld. Das Schwarze Meer, Chris? Alter, Titanic wollte ich vorhin auch nehmen für Nacht und Schiff und Tisch und Wand. Und jetzt ist das Wort wieder da. Ist voll schön. Schwarze Meer ist, ja, Meer ist gut, mit. Ja. Aber jetzt haben die Titanic, dann ist es nicht Schwarze Meer. Bin ich auch so unter Wasser und so, maybe? Nee, wegen dem Atlantik. Handlein. Nicht über den Atlantik gefahren? Danke für die 700 Resubs. Ja, doch, ich glaube schon. Ich hab keine Mike? Ahnung. Ich glaub dir das. Einfach mal. Moin, aber moin. Vielleicht auch, und vielleicht auch wegen unter Wasser und versunkene Stadt und so. Vielleicht, weil Titanic ist auch versunken. Also auf jeden Fall, also in meinem Kopf macht direkt so. Aber gut, das passt irgendwie so gut zusammen, ne? Umzug, Verein, Fall, Shakespeare, Iris, Doktor, Leiter, Pferd, Mal. Oh, Grund, ja, weil die Titanic auf dem Meeresgrund ist die Titanic gesunken. Ja, ich gehe auf Meer. Scheiße, okay. Warte, ich guck noch mal ganz gut. Auto, Dippe, Dietrich, Quelle, Kerze, Brause. Verband. Ja, nee, also. Ja. Also, ich glaube, die anderen beiden passen gut. So. Ja. Atlantis ist ein bisschen. Aber wird schon passen. Oh, look, wie das ist. Sweet, wow. Ich bin wieder drin, Leute. Ja. Ich bin wieder online. Tut mir leid, ich konnte sie nicht gaslighten mit dem Schwarzen Meer. Herr Timurus. Ärztekammer, Doktor. Ja, Doktor, Verband. Ja. Ist ein Verein vielleicht auch? Und ein Verbund an Leuten?
Das würde alles so in diese Sphäre passen. Ja, das passt. Das geht alles ja in Richtung Verband. Verein, Bund. Ja, ja. Ärztekammer. Doktor. Ich klicke den Namen mal an. Ja, ist ja. Soll ich Verband klicken? Ja, Verband muss es auch sein. Das wäre ja, ne? Quatsch. Und es wäre krass, wenn es Verein und Bund auch ist, weil es würde an sich super gut passen. Hm. Ärztekammer. Noch über Iris nachdenken, aber unwahrscheinlich. Wenn Iris, dann auch Lippe. Wahrscheinlich. Hm. Halte ich aber für unwahrscheinlich als Verein und Bund. Ja. Agree. Agree. Hm. Wir könnten natürlich risken, eines von Verein und Bund. Ja, Verein würde ich. Ich würde Verein aber nehmen, sonst. Ja. Das ist jetzt kein Verein an sich, aber geht halt in die Richtung, die damit, glaube ich, gemeint ist. Oh, ja, würde ich auch von sagen. Von dem, was ich da rein interpretiere, ja. Naja. Wissen wir Bescheid. Ist ja kein. Ärztekammer ist ja kein Verein, so. Na, richtig aber. Dramatisch. Mir hat das wirklich vor lange gedauert, bis man gesehen hat, was aber ist. Ich dachte mir jetzt auch so. Mann, der Opi guckt so niedlich, er. Das geht vielleicht in die Richtung, die Crunchy meint. Ich möchte diesen Brei nicht essen. Genau so. Das ist wie so Sims Einkaufsmusik. Junge, ich muss mal wieder Sims spielen. Sims 4. Mhm. Ja, also Verein ist. Wieder auf die Verein Jagd nach, war weiß, war bunt, wird trotzdem gehen. Noch dabei sein. Und auch mal Sims 4 spielen und dann so ein Haus machen. Das und dann vielleicht Leiter. Und uns alle dann nachbauen. Das wäre so lustig. Actually eine gute Idee. Warum machst du das nicht? Wir können das auch zusammen machen. Kann man das nicht auch zu zweit spielen oder so? Ja, das habe ich mal mit Chiara versucht. Das war richtig scheiße. Okay. Das hat leider richtig rumgebackt und so. Schade. Dass sie das aber auch einfach noch nicht gemacht, also dass es einfach noch nicht ein Ding ist, dass Sims einen Multiplayer hat. Ja, wirklich, so, ne? So eine Schande. Dass dann man könnte man sich so auch gegenseitig besuchen oder so. Ja, genau, einfach so mit einem Charakter halt so in die Nachbarschaft von der Person fahren. Und dann chillt man da. Und dann machen die Kinder. Ja. Dann fährt der andere Charakter wieder in seine eigene Nachbarschaft und der andere bleibt da mit den Kindern sitzen. Richtig. Kurz Milch holen auf meinem Server. And he was never seen again. Ja, aber so ein Gang and Friends Haus wäre schon cool. Das wäre super lustig. Ja. Ich muss das mal in meiner To-Do-Liste nach ganz oben packen eigentlich. Ich mach mir dann ein Zimmer mit einem Hochbett mit mir und Baso. Jo. Baso und mir. Aber dann ist die Frage, wer schläft oben? Das musst du sie unbedingt mal fragen. Das ist Krise. Baso! Oh, warum bist du full mute? Baso. Ich brauche Informationen. Sie liest alle Subs vor. Sie liest alle Subs vor. Ja, oben schlafen schon eigentlich echt cool, aber oben schlafen auch immer nervig, wenn man erstmal hochkrabbeln muss. Oh nee, jetzt ist sie wieder müde. Ich frag sie gleich während der Runde. Ja, sehr gut. Dinner. Okay, jetzt deine Chance. Dinner. Linda. Eine Katze. Linda, ich bin da. Baso. Wenn wir, sagen wir mal, du hast ein Hochbett zur Verfügung in einem Zimmer mit einer anderen Person. Ja. Würdest du lieber oben oder unten schlafen wollen? Oben. Scheiße, na gut. Weil da ist irgendwie so cool, dann ist man so, als ob man so oben schlafen würde halt. So. Ja, weil du dann oben schläfst. Dann ja, musst ich will du das. Unten schlafen, Lumi. Ja, schlafen einfach beide oben, das passt schon. So. Okay. Okay, Kerze, Zylinder maybe, wenn man so. Wenn man so fancy ist, dann hat man so einen Zylinder auf, meinst du vielleicht? Ja, und dann trinkt man auch eine Brause. Beim Dinner, ja.
Oh, jetzt habe ich Lust. Wenn ich mein Dinner gegessen habe, muss ich mal einen Knopf aufmachen bei meiner Hose, weil dann passt nichts mehr rein. Ist ein gutes Dinner. Dinner ist, Essen ist gut, aber Lippe vielleicht auch, so wegen Essen und Mund und. Genau, das geht alles so Hamm in mein Mundi rein. Ich verstehe. Das sind so die naheliegendsten. Ich drücke auf Kerze. Scheiße. Ich drücke auf Zylinder. Boah, krass. Drücken, scheiße. Lippen und Brause sind Quatsch, oder? Wir können auch Pause sagen. Es sind nur noch 3 Wörter so. Und die haben noch 5. Ja, das stimmt. Wir können uns einfach 1 merken und dann nächste Runde 1 mehr raten, ne? Ja, also ich würde glaube ich, also Brause habe ich eher gesehen so. Ja, will ich. Aber. Lass uns einfach nächste Runde erst entscheiden. Wir hatten ja Schwarzgeld. Auf nächste Runde spielen. Auf Zukunfts. Auf Zukunfts. Verein war es nicht. Weil, no way, dass die nächste Runde verraten. Und bei Schwarzgeld wird es nicht Verband und Doktor sein. Ja, wäre schon möglich, aber. Aber wir können ja eh nicht finishen, ist ja wurscht, ne? Ja, eben, also. Super. Whatever. Crunchy, mach jetzt einen Fünferbegriff. Fünfer, wir brauchen Fünfer. Nee! Er muss richtig strong sein, Anni, jetzt los! Nee. Du kannst das. Okay, ich frage jetzt mal allgemein in die Runde. Ja. Weil Crunchy ist gerade full mute, sonst würde ich sie selber fragen. Heißt Crunchy einfach Anni mit. Ist das ihr Full Name oder ist das eine Abkürzung für irgendwas? Nee, wir fragen sie gleich. Vielleicht heißt sie auch Annika. Annika, ja, oder süß. Weiß ich irgendwas anderes? Ich nenne Crunchy nie anders außer Crunchy. Oder ich Cruncher. Auch nicht. Oder Crunch GG. Crunch oder Crunch Mouse. Crunch GG. Ich habe sie noch nie Anni genannt. Ich habe völlig vergessen, dass sie so heißt, glaube ich. Was mit Cruncher? Nee. Crunch. Irgendwie wechsle ich bei allen Leuten immer wild hin und her. Manchmal sage ich Linda, manchmal Baso, manchmal Chris, manchmal Vlesk, manchmal Lumi, manchmal Franzi. Du sagst immer Chris. Eigentlich sage ich immer Chris, das stimmt. Ich nennst du immer nur Franzi. Oder Smash. Oh, Smash. Smash! Franzi ist eine von den wenigen Leuten, die ich tatsächlich beim Vornamen nenne. Ja. Der weiß nicht, dass Smash so ein doofer Name ist irgendwie. Irgendwann sonst würde ich Smalu sagen. Smalu ist auch süß. Smalu ist cool. Smalu ist süß. Ich wollte ja den Rebrand. Bei Lumi sage ich auch. Ja, ich will den auch haben. Bei Lumi sage ich Lumi oder Franzi. Bei Franzi, also bei Smalu, sage ich nur Franzi. So. Ja. Weiß nicht, warum. Das Ding ist, Videos und so werden auch immer eingeschränkt, wenn man Smash Lunatic schreibt. Oder wenn ich in den Streamtitel Smash Lunatic schreibe, sagt mir Twitch immer, das Wort können sie nicht schreiben. Oh mein Gott. Ja, weil es wird Zeit für ein Rebrand. Wegen Lunatic, ja, weil das Wahnsinn heißt. Ich hab gedacht, wegen Smash. Ach so, ich dachte auch wegen Smash. Nee. Lunatic bedeutet Wahnsinn. Und das fand ich immer so cool, dass ich gedacht habe, ich bin so ein bisschen wahnsinnig, aber nicht im negativen Sinne, sondern so. Was ist so? Quirky. Richtig, quirky. Smash quirky. Smash quirky. Dietrich. Leiter. Ja, wir haben ja nur Handwerker 3. Mist. Ah. Ja, da können wir nicht finishen, leider. Undi. Scheiße. Oh, wow. Undi. Ja, Handwerker, Tim. Wir haben hier einen Leiter, auf jeden Fall. Haha, Fall. Dietrich, ja. Handwerker, Dietrich, schwierig. Aber ist irgendwie ein Werkzeug. Ja, so ein bisschen. Und dein Umzug gehört doch dazu. Glaube ich. Ja, theoretisch. Okay, braucht man auch eine Handwerker. Ja, aber Aufzug ist ja kein Wort. Was? Ach, Auto hast du gesagt. Ich habe Aufzug verstanden. Nee. Ich denke immer nur an Aufzug, siehst du mal. Da braucht man einen Mechaniker. Ja, pass auf, Tim. Ja. Leiter. Stark. Nehmen wir auf jeden Fall. Richtig, richtig. Und ich, Umzug ist fast safe, würde ich behaupten. Ja, soll ich klicken? Ja, komm. Nein! Ah, aber ich war auch dafür. Aber Umzug, was? Aber Handwerker. Hättest du auf mich gehört und auf Auto geklickt? Handwerker. Deshalb braucht man Mechaniker, doch kein Handwerker. Ja, und was ist ein Mechaniker? Hm? Was ist der? Ja, es Handwerker. Ist... Ach, ja, komm. Scheiße. Per Definition vielleicht, aber so umgangssprachlich sagt man nicht. Oder Handwerker repariert mein Auto gerade. Hey Crunchy, hörst du uns gerade?
Ja. Willst du mir irgendwas von Autos erzählen? Crunchy, heißt du mit Vornamen einfach nur Anni? Oder ist das eine Kurzform von irgendwas? Das ist eine Kurzform. Von Annika? Aber weiß man, was... Nein. Wirklich? Annika, nein. Annika! Weiß man, wovon das ist, oder willst du das nicht sagen? Nee, halte ich geheim. Okay. Ich hab gedacht, also ich kann sie privat sagen oder so. Ja, okay. Ich dachte nur, vielleicht wäre das ja irgendwie so. I don't know. Ich heiße dich doch Annika. Annika. Aber ich sag's. Franzi steht nämlich auch nicht für Franziska, wollte ich nur kurz sagen. Ich werde dich sowieso nie Annika nennen, du bist immer Crunch. Warum nicht? Crunch GG. Ich bin Crunch GG. Wofür steht Franzi? Das sage ich dir privat mal. Okay. Wofür Chris steht Chris? Auch nicht für. Doch, steht für Chris. Franzbert. Kennt ihr das von Family Guy, wo mit Mac was? Und wo es dann heißt, Mac ist nicht die Kurzform von Megan, sondern von Megatron? Nee, kenn ich nicht. Wie geil ist das denn? Ich nenne mein Kind auf jeden Fall Megatron, das ist ja richtig geil. Weil Peter das dann einfach noch so auf diese Geburtsurkunde draufgeschrieben hat. Also echt, Tim, dir würde ich das tatsächlich zutrauen, einfach so als Joke. So. Ich nenne mein Kind jetzt einfach mal Megatron. Bei mir auf dem Perso steht übrigens wirklich Timothy, deswegen... Ja? Das Timothy? Das ist immer ganz gut, dass das manchmal gesagt wird. Echt? Nee. Nein. Timothy? Nein. Irgendwie Tim aber cool. Thymian. Timothy was kommt denn hier jetzt raus? Ist irgendwie Timothy genau. Thymian. Meine beste Freundin Timothy hat mich immer Thymian. Timothy genannt in der Schule. Und die... Timothy Theisenberg. Theisenberg. Tim Thymian. Wie oft ich gestern in deinem Stream Tim Thymian gehört habe. Wirklich? Ja, ich habe doch das Video von Velo gehört und du immer Tim Thymian. Immer ja, ich weiß immer nie, was ich sage. Die Sachen kommen immer so raus. Und das ist sehr lustig. Sind dann so. Ja, sind dann mit so Crunch in der Runde war halt das nicht mehr sehr funny. Stark. Heldenanzug. Keine Capes. Helden sind normalerweise gut. Keine Capes. Ja, keine Capes ist wichtig. Aber da hört es dann bei mir auch schon auf. Man kann manchmal so einen Knopf drücken und dann, wie bei Iron Man, und dann kommt dieser Anzug dann kommt und dann. Was? Okay. Und ich würde sagen, Fall passt auch irgendwie gut. Aber wir haben. Nee, wir haben ja noch das eine Wort. Ach ja! Genau. Aber sie hat uns wahrscheinlich drei gegeben, damit wir drei raten können, denke ich mal. Ach so. Na gut, ich hätte gedacht, das hätte sie vielleicht zwei. Auto könnte es eventuell auch noch sein, wegen Transformer. Aber das ist ja nicht clever. Du gibst ja zwei und wenn du weißt, jemand hat noch das dritte, schreibst du X2 und dann machen die einfach das dritte. Aber ist dann Brause noch von uns? Das ist halt die Frage, ne? Warum hat sie denn Anzug wahrscheinlich... Heldenanzug. Warum schreibt sie denn Heldenanzug? Weil man sonst gut und Knopf vielleicht nicht verbinden kann. Ja. Oder halt Fall und Knopf. Knopf bin ich mir auf jeden Fall ziemlich sicher. Vielleicht bunt vom Anzug? Ich bin mir vorhin noch bei Platte sicher, deswegen. Keine Garantie. Heldenanzug. Also Knopf wird es auf jeden Fall sein. Ja, aber Helden sind. Sie wollen zwei Sachen mit Anzug verbinden mit und eine Sache gehört dann noch zu Held. Iron Man-Suit an? Oder? Voll Angst, dass gut das schwarze Wort ist irgendwie. Wollen wir erstmal Knopf so Knopf wegmachen. Und bunt. Und dann irgendwas überhält. Anzüge haben ja auch Knöpfe. Ja. Ja. Easy. Okay, also. Ja, aber sonst hätte sie auch einfach nur Anzug. Ja, wobei. Also Fall sehe ich halt echt auch noch, weil Helden so voll oft fliegen können und irgendwo so runterfallen können und so. Und manchmal kann man dann halt auch irgendwie, sind da so Flügel dran oder Fall. So an den Anzügen und dann kann man damit so fliegen. Aber das ist ein Stretch, ne? Weil da steht ja Fall, nicht fliegen, so. Ja. Aber ohne jetzt spoilern zu wollen, es gibt auch viele Heldenfilme, wo die halt fallen. Ohne jetzt an bestimmte Sachen zu denken. Wobei ich an bestimmte Sachen denke. Ja, dann würde ich einfach für gut gehen, glaube ich. Ja, gibt's einen Pferdehelden? Ja, Helden sind gut, ja doch. Horseman! Ich kenne dich alle. Es gibt Bojack Horseman, aber der ist, glaube ich, kein Superheld. Held. Ich glaube, der ist eher ein Anti-Held. Ich weiß nicht, ich hab's nie geguckt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, ich würde jetzt auf gut klicken. Okay. Und ich würde auch jetzt auf Brause klicken. Nee, es ist bunt. Schade. Das ist bunt. Sie wollte Anzug die Lippe. Mit Bund und Knopf verbinden und gut war ja, ich der Held. Safe. Mund und so war. Vielleicht.
Oder warte mal, was hätte denn... Vielleicht war Dinner... Vielleicht hat Gut echt noch zu Dinner gehört. Das könnte sein. Hm. Und dann war es vielleicht wirklich Heldenanzug 3, dass da halt dann noch irgendwie Fall aber oder... Aber was ist denn... Was gehörte dann noch dazu? Fall. Fall? Glaube ich, keine was Ahnung. Ich also wäre so das, was für mich am... Also wenn der Fliegen stehen ist. Würde, würde ich dir den 100% geben. Aber Fall ist ja so... Ja, aber die machen ja so oft, dass die irgendwo runterspringen. Da machen die so eine Heldenlandung. Oder sie sterben. Nee, das ist alles falsch. Okay, Timothy. Timothy, Timian. Ja, ja, jetzt macht die Crunchy einen Vierer und dann ist aber Ende. Timothy Thingston, ey. Wir brauchen ja keinen Vierer, wir brauchen ein Dreier wird reichen, weil wir können ja eins, können wir sicher noch irgendwie herleiten. Also ja. Eins hätte ich sogar noch. Jetzt drüber nachdenke, bunt, dachte ich, gehört eigentlich zu der Ärztekammer. Vierer braucht man wirklich nicht, das stimmt. Dreier ist immer besser als Vierer. Was? Was? Na, ist kürzer. Was? Also, muss man nicht so viele Sachen miteinander verbinden. Was? Die Chance, dass wir das erraten. Okay. Oh mein Gott. Nani? Das ist auch gerade. Ja. Ah. Ich liebe das Wort Nani, es ist so witzig. Ja. Der Nani? Es fällt dann immer so selten ein in solchen Momenten. Ja. Aber wenn es einem einfällt, Banger. Banger, Banger. Banger. Was ist euer Traum-Sponsoring, euer Traum-Placement? Freitag, der 13. das Game. Kätzchen GmbH, wo ich die ganze Zeit nur Katzen kuschel. Oh. Brammiballs Donuts. Oh, ja. Safe. Nee, Spaß, Paulana Spezi. Oh, ja, oh mein Gott, Paulana Spezi wäre so geil, holy shit. Das sind immer so die Sachen, die schon so beliebt sind, die brauchen halt kein Marketing mehr, ne? Ja. Oder Calippo. Calippo Cola Eis wäre ich auch dabei. Oh. Ich habe gestern eins gegessen, Lumi! Mann! Schönheit. So, ja, Schönheitsfleck, mal. Kann man auf der Lippe haben? Schönheitsfleck, ja. Pass auf. Pferd! Was? Na, Pferde können das auch haben, oder nicht? Glaube ich. Was? So, wir lassen uns anyways vom Gegnerteam. Also mal, ich klicke hier einfach drauf. Ja. Was ist, wenn der Schönheitsfleck wie ein Pferd aussieht? Das geht auch. Ja, ich denke auch, du solltest auf Pferd klicken. Stimmt. Hast recht, jetzt sehe ich es. Tim, ja, natürlich, klar. Ja, ja. Wir lassen uns nicht beirren, Chris, bitte. Ich ist schon vorbei, du hast mich beirrt, Tim. Was, warum? Weil du einfach instinktiv bei Schönheitsfleck auf Pferd klingst. Erstlippe. Erstlippe. Der Einzige, der dich beirrt, bist du selber, Tim. Sorry. Ja. No front. No front. Zuerst auf Lippe. Ja, so Schönheitsfleck über der Lippe ist doch so das. Weiß ich nicht. A und O. Nicht das A und. Nee, nicht das A und O. Vielleicht das A und O. Aber da denkt man halt dran, oder nicht? Lippe klingt irgendwie vernünftig. Und das nächste ist Auto. Warum? Weil wenn du beim Auto einen, keine Ahnung, einen Kratzer, einen Fleck oder sowas hast, hat das Auto auch einen Schönheitsfleck. Okay. Linda lacht gerade über mich. Ja, Handwerker ist halt. Überhaupt nicht. Hä? Ich lache über meine Wand. Tim, gehst du mit Lippe mit? Alter. Lippe gehe ich mit. Ja, ich gehe bei deinem Auto mit, wenn du draufklicken willst. Okay. Das war falsch. Oh! Es ist fair. Da habe ich euch wohl gebetet! Weil Auto braucht ja keinen Handwerker, sondern einen Mechaniker. Oh mein Gott, vielleicht hat sie auch Schönheitsfleck, Detektiv. Mal und Lippe und dann den Rest noch von Handwerker und Fall, Schwarzgeld. Ah! Chris? Weil er einen Fall bearbeitet. Was? Warte sie mal ganz Rest kurz, Lumi, bevor wir klicken. Kann sein, dass Smalo denkt, dass Shakespeare ein Detektiv war? Nee. Nein! Okay. Smalo, die vorhin Elefantitis. Kann es sein, dass Smalo komplett vorbeigelaufen ist? Ja! Let's go! Nein! Ich war, dass ich jetzt noch geklettert ist, ne? Es ist der Ärztebund. Ja, nee, den Bund. Ja, ja, aber den Bund, den hatten wir noch. Den Bund hätte ich als letztes angeklickt. Das Problem, das ich hatte, ist, dass ich dachte, dass Smalo Anzug, also diesen Heldenanzug, dass damit Knopf und Bund gemeint war. Und da war ich mir nicht mehr sicher, weil ein Anzug hat ja einen Bund und einen Knopf.
Und ich dachte, sie wollte mit Heldenanzug einfach noch das Gut irgendwie mit reinkriegen. Ja, bei Schwarzgeld wollte ich noch Dietrich drin haben, weil Räuber aufbrechen Schwarzgeld, weißt du? Geld okay. ist black. Dann wollte ich noch mal mit Handwerk den scheiß Dietrich rausbekommen, aber da ist die ganze Zeit geblieben. Franzi, war Fall von Superheld. Ja. Oh, danke. Ja, bist du jetzt auf... Nicht, aber tatsächlich nicht wegen Runterfallen, sondern weil der ja auch Fälle löst. Ah. Aber... Ja, egal, das ist wie in Mathe, ne, wenn der Lösungsweg falsch ist, Hauptsache das Ergebnis stimmt. Ja. Meine Werte waren voll kacke. In Mathe ja, eigentlich immer der Lösungsweg, was berechnen wir immer. Oh. Ja, egal. In der letzten Runde hat Tim einfach innerhalb von 3 Sekunden jedes Mal das richtige Wort angeklickt, während ich so auf der Geheimdienstseite war. Und einfach andauernd alles perfekt angeklickt. Ja. Und jetzt spiele ich mit Tim, es kommt Schönheitsfleck 4 und Tim so, es ist Pferd. Okay. Was, aber, to be fair, ja. Ich habe nicht gesehen, dass wir noch was brauchten bei Schwarzgeld und Ärztekammer. Weil wir hatten ja die ersten 2 von Schönheitsfleck quasi schon und dann waren es ja für die anderen. Ja, deswegen Ja, weil wir halt noch so viel gedacht. Auf Bank hatten. So, ich war nur so sehr verwirrt darüber, dass wir halt Pferd und wir haben Pferd. Liebe, so. Wie kommt man bei Schönheitsfleck auf Pferd? Hattet ihr noch nie Pferde oder was? So, jetzt darf ich nochmal ran, super. Und ich bin sofort dran. Monka S, Thymian, Pirat, Pinguin, Schein, Annika, Strauß, Abgabe, boah, Prime League wäre vielleicht gar nicht schlecht, oder? Heißt nicht einer der Caster Annika? Und die Prime League ist gesponsert von Strauß. Und Monka S wird auch Sinn ergeben. Das wäre tatsächlich, glaube ich, ein guter Begriff. Ja, Prime League 3, aber es ist halt schwer, ne? Da muss man schon, also das kann halt sein, dass die da komplett rein in. Thymian und Gericht ergeben halt auch irgendwo Sinn. Strauß und Pinguin könnte man auch verbinden. Ich würde, glaube ich, gerne Vogelnest 3 machen. Für Pirat, Strauß und Pinguin. Dann muss ich gucken, wie ich die anderen Sachen verbunden kriege. Das ist ein guter Anfang, denke ich. Oh, das passt voll gut! Warte. Ich muss mich kurz einspielen. Okay. Ich such sie irgendwie das war jetzt nicht so gut. Auf YouTube. Scheiße. Und man hat es nicht gehört im Voice. Was machen die da? Nein! Scheiße. Das Discord nicht gehört, ne. Okay, warte, ich mach ganz links. Wie kommt er denn jetzt auf Schnabeltier? Strauß. Oh ja, schön. Ein Pinguin. Ja. Schön. Warum denn Schnabeltier? Ein Nest irgendwie. Strauß. Ist ein Vogel. Schnabeltier ist ein Vogel. Aber warum dann Nest? Mann, wegen Pinguin. Also ich wäre sofort dabei. Was bin ich hörend? Jetzt können wir Speedrunde machen. Richtig. Es gibt ein Vogelnestgericht. Vogelnest was? Ist, also Birchnest ist dieser Ausguck gibt's oben am Hauptmast von dem Schiff, wo also Piraten halt runtergucken, so im Endeffekt. Oder generell Seeleute. Oder? Aber das heißt ich weiß nicht, ob es Vogelnest so, im Deutschen heißt, aber so im Englischen heißt es Birchnest. Kenn ich nicht. Sauerkraut oder? Nee. Ich glaube, Krähen. Krähennest. Aber. Ich würde die. Es ist sehr weit entfernt. Ich würde dann eher die anderen anklicken. Also, ein Strauß hat auf jeden Fall ein Nest. Oder? Ja. Okay. Die legen Eier. Gut. Stark. Dann gehe ich auf Schnabeltier. Okay. Ha? Ha? Aber Pinguin müsste es sein. Und vielleicht ist es dann wirklich das Gericht. Vielleicht kennt er das tatsächlich. Ich kann gerade nicht ganz glauben, dass sie denken, dass ein Schnabeltier ein Vogel ist. Okay. Ich bin komplett verwirrt. Ich denke einfach ein bisschen weiter darüber nach, was ich noch verbinden kann. Aber das hat mich gekillt gerade, muss ich sagen. Das finde ich krass. Schnabeltiervogel. Okay, Babykatzen machen Miauts. Miauts, genau. Babykatzen liegen auch oft auf dem Rücken und lassen sich ihr Bauch kraulen. Das stimmt. Ich könnte Thymian kriege ich halt easy mit Themen, aber dann ist halt auch schwer. Thymian dann? Dann ist halt irgendwie schwer, irgendwas anderes mit reinzukriegen. Und Tafel könnte man ja, aber Tafel kriegt man ansonsten ja relativ wenig, oder? Der Schalter ist halt, Schalter klicken die wahrscheinlich nicht an. Es könnte sein, aber unwahrscheinlich. So aus Filmen weiß man ja so, dass in Amerika immer ist, dass man so Foodstamps braucht im Endeffekt. Oh, Abgabe haben sie angeklickt. Das hatte so Sinn ergeben in meinem Kopf irgendwie. Ja, wo du, als du es gesagt hast, auch bei mir. Problem ist, wenn ich Tafel mache, dann wollen die halt Lehrer wahrscheinlich. Die übelsten
Aber ich kann Suppenküche. Ich kann Suppenküche. Ich hoffe, dass es funktioniert, ja, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ey, wenn es das Gericht ist, wäre so wild. Er ist gebildet, er kennt das bestimmt. Probieren es einfach. Suppenküche. Ist es eine Suppe, das Gericht? Boah. Ich weiß es nicht, aber es ist ein Gericht. So. Suppenküche. Ich weiß nicht, worüber die gerade geredet haben. Thymian. Aber ist ja auch nicht schlimm. Braucht man für Suppen. Ja. Richtig. Ganz gut. Küche. Was könnte noch zu Küche passen? Ja, der Schein ist schwer. Der Schein ist schwer. Aber Gericht und Thymian haben sie. Wohl drei. Ja. Nee, warte mal. Drei. Der Pinguin ist ja nicht drin eigentlich. Richtig. Pinguin war ja von man kann aber immer eins mehr raten, ne? Genau, Pinguin wäre jetzt unser Extra-Guest, würde ich sagen. Okay, aber ich glaube, Gericht und Thymian ist safe. Okay, wollen wir die schon mal klicken? Ja. Stark. Perfekt. Suppenküche, so Suppen und Küche getrennt. Monka. Das ist halt dann die Frage, wie ich Annika Tempo mit Pirat Raschbär und Monka S verbinden soll. Brücke, Lehrer. Lösung. Ist es eine Lösung? Weil es irgendwie... Nee, es wäre ja... Was Flüssiges ist? Kocht man nicht irgendwie... Was sind so Suppenküchen? Das sind doch da, wo die Leute so kostenlos Essen bekommen, ne? Richtig? Boah, keine Ahnung. Suppenküche... Ich habe gar nicht so ein richtiges Bild davor. Ist es doch nicht so wie eine Tafel? Kann sein. Ich würde mir jetzt einfach ein Restaurant vorstellen. Ein Schein? Ein Schein? Wofür? Ach so, um dir das abzuholen. Okay, könnten wir machen. Ich würde aber sagen, wir klicken zuerst Pinguin. Ja, kann man machen. Okay. Ich klicke Pinguin. So, jetzt haben wir noch 33 Sekunden. Aber ich glaube, damit du nicht mehrmals dich an... Weißt du? Dass du nur einmal am Tag dich anstellen kannst oder so, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch nie bei der Tafel oder so geholfen. Oder ist es so ein Schalter, wo du hingehst und dir das abholst, die Suppe? Oh, das kann auch sein. Ich fühle beides. Und du bist weg. Na gut. Oh, stark! Lol. Oh mein Gott. Ja, ich hätte auch auf Schalter geklickt, ne? Wenn es jetzt andersrum wäre. Lol. Schalter aber das schwarze Wort. Oh mein Gott, imagine. Jo. Passt schon. 3, 2, 1. Monster. Sie ist ein Monster. Ja, der Monster. Monster. Aha, Lehrer fühle ich. Okay, go. Was ist denn Monster? Fleckenmonster. Also, ja, Pokémon heißt ja Pocket Monster. Also, das. Jo. Richtig. Boah, das habe ich ja schon wieder voll vergessen. Ja. Ich kann halt leider nicht finishen in einer Runde. Ja. Lauschi-Monsters. Megatron könnte auch ein Monster sein, eventuell. Weiß ich nicht, sind Transformer, sagt man dazu Monster? Weiß ich nicht. Annika. Ja, Pokémon würde ich schon mal einloggen, ne? Frosch. Mhm. Okay, Monka S, Pirat. Boah, Lehrer, keine Ahnung, ist halt so witzig, wird halt so gut passen. Es wäre super witzig, ja, es wäre super lustig. Aber wenn man Monster sieht, denkt man auch so Monka S. Monka S, Monster S. Monka S, nee, da draufklicken ist eh vorbei. Pirat. Wir haben auch noch zwei bei Babykatzen auf. Ja, Pirat, da gibt es so Seemonster, auch oft in so Piratenfilmen. Boah, das ist schwierig. Babykatze. Ich würde einfach so gerne auf Lehrer drücken, weil es einfach so lustig ist. Komm, wollen wir einfach drauf drücken? Ja, komm, wir drücken einfach drauf. Drücken einfach drauf. Oh mein Gott! Gott sei Dank, ey! Geil. Ja, was? Babykatze. Babykatze. Also vielleicht ist es wirklich Rücken. Da ist doch nichts mehr von Babykatze, ja, oder? Weiß nicht. Vielleicht ist es wirklich Rücken. Babykatzen sind auch einfach ein Fest. Das stimmt. Und eine Lösung. Und eine Lösung. Und manchmal liegen die auch alle auf einem Fleck. Weiß gar nicht, das sind unsere letzten vier Worte. Fleck, Fest, was da noch mit reingeht. Okay, wollen wir? Oha. Just kidding. Nein, das sind die letzten vier. Ich spüre es. Es wäre krass, wenn es das wirklich ist. Aber wenn ihr auf Pirat das E und R wegnimmt, das ist ein Putt. So ein Babykatzen-Putt-Putt. Wow. Pet-Pet. Gerade Annika. Wenn du das PI vorne wegnimmst, hast du Ratte und Katzen jagen Ratten. Du musst das I, R und A wegnehmen und von Erika das E rüberziehen. Und dann steht da Pet.
Wow. Ja. Ich weiß nicht, sollen wir Raten beenden machen oder noch eins nehmen? Franzi und Franzi sind sich unschlüssig. Wenn wir jetzt noch eins von den anderen nehmen, dann haben die nur noch zwei. Ja, das stimmt. Okay, ich beende. Okay. Wir hoffen einfach mal, dass die nicht drei Wörter nehmen können. Oder dass hey, safe. Oder dass Tim Horus einfach wieder auf Pferd klickt und wir dann einfach... Nein. Mit Crunchy strenge ich mich extra jetzt an. Achso. Boah, ich... Mir wird schon schwerfallen, zwei davon zu verbinden. Ja, lässt es nee. Ja aber... Ah, okay. Ja. Spaß. Haben wir eigentlich noch Leute zusammenbekommen für Valorant, ist jetzt die Frage. Ich glaube, wir waren nur so sechs. Nee, wir sind acht. Ja? Ja. Also spielen wir gleich Valorant? Wenn Crunchy einspringt, dann ja. Oh, ja, Timmelt hat sich auch gemeldet, ja. Genau. Ich hatte ihn direkt gefragt, als ich gesehen habe. Oh. Monka ist Annika im Pirat. Je. Ja. Ja. Okay, wir machen jetzt hier einen krassen Finish. Die letzte Runde, ich war einfach dumm, dass ich halt nicht gecheckt habe, dass von den anderen noch was gefehlt hat. Das war mein Problem, dann hätte ich niemals Pferd oder so gedrückt. Also ich kann auf gar keinen Fall finishen. Okay. Wir haben... Ich glaube, Vogel ist durch und Suppe und Küche auch. Ja, wenn Vogelnest wirklich Pinguin und Gericht noch war... Ich meine, da passt ja nichts mehr anderes dazu. So. Ja, richtig. So, Megatron, Washington und Annika sind unsere letzten Wörter, oder Erika. Weil Annika und Erika sind beides Charaktere in der Transformers-Reihe. Also könnte er einfach Transformers 3 machen. Annika. Das spielt einmal auch in Washington. Megatron ist drin und Erika oder Annika wird gemeint. Aber da wir 50-50s gut können mit Ene, Mene, Mu, willst du das rocken? Also ich soll das dann machen. Also okay. Richtig. Bin bereit. Kein Plan. Bin bereit. Aber das müssen so furchtbar zu verbindende Wörter sein. Das glaube ich auch. Transformers sind auch schnell. Megatron und Tempo. Megatron und Tempo schnell. Transformers. Junge, was hat jemand dauernd mit seinen Transformers? Dabei, wo sich vielleicht Ruhe. Schreibt man das so? Ich hoffe, man schreibt es so. Das ist eine Primely-Casterin. Ich hoffe, dass man dadurch auf Annika und Monka S kommt. Ich hoffe, das schreibt man so. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist. 3, 2, 1. Was? Ja, aber es muss halt jemand kennen, so. Also. Ah, ich glaube, ich weiß. Hä, ist es nicht... Okay, ich... Ja. Das ist doch die eine Casterin, oder nicht? Boah. Das ist doch die Casterin, aber... Meinst du von Summoners Inn? Ja, aber ich weiß nicht, wie sie heißt. Heißt sie eins von beiden? Ja, also ich bin mir sehr sicher, dass die Annika heißt. Oh, es ist eins von den beiden. Okay, sie heißt Annika. Woher weißt du das? Ich habe sie schon getroffen. Ach so, sie heißt Annika. Ja. Ja, dann let's go. Ich glaube nicht, dass Tim sie schon getroffen hat. Ja? Okay, cool. So. Und jetzt? Oh Gott, trotzdem hatte ich super Angst gerade. Hey, ich habe dir vertraut, du hast gesagt. Ja, ist wirklich. Ja, sie heißt Annika Wolter. Okay, cool. Haben wir geklärt. Ja. Ja, und jetzt habe ich keine Ahnung mehr. Okay, sie ist Casterin bei Summoners Inn. Ja. Rote Haare, Brille. Das stimmt sogar. Ja. Slay. Das Einzige, was mir einfallen könnte, und es ist sehr weit hergeholt, und ich habe sie nur ein einziges Mal irgendwo mal kurz getroffen. Ja. Vielleicht sagt sie oft Monka S. Ja, wäre lustig. Aber ich gestehe, ich gucke nicht so viele Summoners, also ich gucke nicht so oft League generell und Carsten und Co. Ah, oh, das würde. Monka S würde halt zu diesem Streaming-Ding passen oder so, oder Internet-Ding so. Ja, ich weiß nur, dass sie halt castet und sie hat halt damals unser League of Legends-Game halt gecastet gehabt. Deswegen, keine Ahnung.
Schalter? Nee. Sie schaltet schnell, sie schlägt Brücken zwischen Wortspielen und Co., weißt du, aber es ist alles so weit hergeholt, ich habe keine Ahnung. Summoners in Beschwörer, in... Summoners in League of Legends. Es gibt einen Waschbären als League of Legends. Hat sie vielleicht einen Waschbären auch so als Ding so? Ich hab keine Ahnung. Nee. E-Sport. Das muss Monka S sein eigentlich. Ja, oder? Ich denke nicht, dass er davon ausgeht, dass wir nähere Infos zu ihr wissen. Aber ich meine, der Name war sie schon. Sie ist auf jeden Fall auch so Emo. Sie ist sehr jung. Ja, sie ist sehr jung. So Emo-Ego-Style. Ja, komm, Monka S. Finish. Klick, klick, klick. Ich klick jetzt. Klick. Ja! Seit wann das denn? Wir haben noch eins, was wir drücken müssen. Was? Ach, scheiße. Ja, aber die Zeit ist doch vorbei. Ja. Wir könnten noch nicht was drücken, aber... Hä? Aber warum ist das denn nicht automatisch vorbei? Ich würde sagen, irgendwas stimmt da nicht. Wenn wir der Timer ist, glaube ich, nur so eine Hilfestellung. Ihr müsst schon trotzdem noch beenden. Mhm. Ah, okay. Gut. Aber ich normalerweise wird das doch normaler. Oh mein Gott, also nein. Auch. Was fehlt uns denn noch? Ich habe auch nicht dran gedacht. Ach, scheiße. Aber was war das letzte? Also, dann ist wirklich noch eins offen von... Vogelnest? Nee. Nee. Okay, wenn wir Glück haben, dann schaffen wir es vielleicht trotzdem. Aber good job, Crunchy. Faust an Faust. Handshake-Emoji. Ja, yeah, ja. Yeah. Handshake. Clap. Handshake-Clap. Ja, aber jetzt kommt unser Banger-Wort. Jetzt kommt unser Banger-Wort. Motorrad-Transform. Alles klar. Linda. Okay. Ja, also schalten, Erika? Tempo. Nee, ich glaube, weil aber sie... warum? Sind doch vier Worte. Nee, aber ich glaube, weil sie Transformerin geschrieben hat, will sie Erika mit reinbringen. Ja, aber es sind doch vier. Wir haben doch noch vier Worte. Warte. Ah ja. Ja. Katastrophe. Hä, aber Erika schaltert... Ich wollte gerade sagen, mein Gott, es war nicht Tempo! Ich wollte aber gerade auch sagen, es ist irgendwie komisch, weil die Wörter werden ja nicht bei Katzenbabys und da fehlten uns ja noch welche. Ja, aber Motorrad und nicht Tempo, oh mein Gott. Ich dachte, das wäre so das Safeste. Nee, nee, alles gut. Ich glaube, wir werden eh draufgegangen. Pirat, Pirat! Hä? Crunchy. Nee, bestimmt Washington. Was? Ich beende das einfach, ich kann nur... Also, oh mein coole, Gott, also Custom-Wörter sind cool, aber es ist nicht cool, wenn du drei Custom-Wörter hast und einfach nichts verbinden kannst. Ich hatte Miauz, Megatron, Pokémon und Erika. Also, hä? Also, ich konnte nichts machen. Hä? Also die eine von Team Rocket ist Erika? Ja, aber da steht doch auch Annika. Also, weiß ich nicht. Welche waren das für Katzenbaby? Ich hatte keine Ahnung, wie ich meine ganzen Wörter verbinden soll. Ich habe gehofft, dass ihr auf Miauz klickt und weil ihr auf Miauz klickt, auf Pokémon klickt, weil Miauz genau eine Katze, Pokémon. Ja. Wurf wegen Katzenwurf, Fleck, weil die halt Flecken haben und. Ah, okay. Was okay. Achso, ja. Das keine Ahnung, ich wusste einfach nicht, wie ich Megatron und Pokémon mit Miauz mit Custom-Wörtern. Mit Custom-Wörtern ist noch viel schlimmer so als mit normalen Wörtern. Ja, das Ding ist, Custom-Wörter sind echt cool, aber wenn dann eine Seite drei Custom-Wörter bekommt, die nichts miteinander zu tun haben, kannst du halt nichts verbinden. So. Ja, ich hätte ja Thymian, aber Thymian ist ja ein normales Wort, sprich, das war mir egal. Ja, Thymian, Monka S und Annika ist auch. Das muss ich aber ganz kurz mal auf die erste Runde zurückkommen. Ich habe Vogelnest 3 gegeben. Wie kommt ihr denn drauf, dass ein Schnabeltier ein Vogel ist? Ja, wegen Schnabel und so. Hä? Ja, Schnabeltier haben wegen doch Eier, oder nicht? Ja. Aber die legen doch Eier. Ja, das ist das einzige. Schnabeltier. Aber das ist doch trotzdem, legt doch trotzdem Eier und die Eier werden doch trotzdem in ein Nest reingelegt. Also ich hatte die Idee wegen Vogelnest, weil Vogel, ja, Schnabeltier. Ja. Das ist so naheliegend. Aus der Sicht kann ich sehen, aber Tim meinte direkt so, Schnabeltier sind Vogel und hat draufgeklickt, die so, Moment mal. Scheiße. Ja, die fliegen auch immer an meinem Fenster vorbei, die Schnabeltiere. Ist das nicht Vogel? Platimus? Ja. Vogelnest war Pirat, übrigens. Schnabeltier, oder wie das heißt? Nochmal, sorry, Vogelnest war was? Platimus, das Schnabeltier. Perry, genau. Ja, richtig, richtig. Ja. Aber was war bei Vogelnest gemeint? War das Strauß, Pinguin und Pirat? Vogelnest? Ja, das,
dieser Ausguck auf einem Piratenschiff oder auf einem Schiff generell oben, ist das Bird's Nest. Im Deutschen heißt es, glaube ich, Krähennest, aber Krähennest, Vogelnest, dachte ich mir, kommt man drauf. Ich dachte, du meintest wegen Vogel, die haben ja manchmal so einen Papagei-Piraten. Ah. Ich meinte diesen Ausguck, wo jemand oben immer drin steht und runter guckt. Ja. Nee, ich hab anders. Aber Papagei wäre auch nicht schlecht gewesen, ja. Schnabeltier war es auf jeden Fall nicht. Also ich habe gedacht, Vogelnest gleich Gericht. Was war bei Suppenküche dann jetzt auch mal alles? Sorry. Ja, ich konnte nicht Tafel schreiben, weil Lehrer mit drin war, deswegen habe ich Suppenküche gemacht. Ja. Genau, Schein, Gericht und Thymian. Ach so, so, so. Ich dachte, da wäre noch was übrig gewesen. Nee, ich habe sogar eins mehr erraten vom Pinguin. Okay, never mind, dann. Okay, dann müssen wir jetzt aber auch rüber, ne? Ja, das Board war schrecklich, ey. Ja. Boah. Ja, das war echt terrible. Ja. But you did a very good job. Vor allen Dingen, das Ding ist, wenn Fest nicht das schwarze Wort gewesen wäre, hätte ich irgendwas mit Ball schreiben können, wegen Pokémon und Wurf. Aber ein Ball ist ja auch ein Fest, deswegen konnte ich nichts mit Ball schreiben, das hat mich so blockiert die ganze Zeit. Ach so, shit. Sonst hätte ich auch so Sportball schreiben können, dann hätte ich Sportlehrer und Pokémon und Wurf. Aber Fest ist ja einfach... Ja, das ist Oh Mann, ja. Vielen Dank für die Einladung. War sehr cool. Einladung. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Bye. Wir sehen uns. Mach's gut.